Auf Platz 20 haben wir das vielleicht beste Koop-Spiel aller Zeiten. Champions of Norad. Ein Top-Down-Hack-and-Slay-RPG mit Couch-Koop für bis zu 4 Spielern. Zuerst sucht sich jeder mal eine Klasse aus, darunter der Nahkämpfer, Bogenschütze, Magier, dunkler Magier und der Kleriker bzw. Kloputzer. Ich habe wirklich sehr schöne Erinnerungen, das Spiel damals mit Onja und unserem Kumpanen Tobi durchzuspielen. Onja war immer der Nahkämpfer, Tobi war der Bogenschütze und ich war der Magier. An der Front sahnte Onja natürlich immer die meisten Erfahrungspunkte ab und sackte fast alle Item-Drops ein. Das bringt mich zu der interessanten Dynamik, die entsteht, wenn man das Spiel zu dritt oder zu viert spielt. Die Nahkämpfer haben, was das Leveling betrifft, immer die Nase ein bisschen vorne, weil sie die meisten Kills machen. Dafür gehen sie auch am schnellsten drauf, weil sie all den Damage tanken. Als Onja tot war, war es immer ein Rennen zurück zum letzten Save, um ihn wiederzubeleben. Auch gab es immer einen Streit um all die Item-Drops. Hat man Items, die man nicht braucht, kann man sie entweder einem schwächeren Spieler schenken oder man ist ganz dreist und verkauft sie einfach. Bei sowas wurde damals stundenlang verhandelt. Es ist genauso ein Gegeneinander wie ein Miteinander, denn jeder will das meiste Geld und den höchsten Level des Teams haben. Aber im Endeffekt ist man ein Team, welches zusammenhalten muss, denn dieses Spiel ist wirklich bockschwer. Lustig waren auch die Pranks, die man immer machte, wenn ein Spieler gerade am Klo war. Dann zog man seinem Charakter die Hose aus oder man war ganz kriminell unterwegs und lootete einfach, was das Zeug hält. Das klingt jetzt alles so, als hätte ich das Spiel ewig nicht mehr gespielt. Und das stimmt auch. Fast. Ich meine, wir haben das Spiel hunderte Male angefangen. Immer wenn ein paar Freunde da waren, hat man es halt mal angespielt. Aber wirklich weiter als die erste Welt oder sogar komplett durch, haben wir es nur ein einziges Mal, damals mit unserem Kumpanen Tobi gespielt. Champions of Norad hat eben das Problem, dass man für die echte Experience zumindest 3 oder 4 Mitspieler braucht. Und da das Spiel eben relativ lang ist, müssen diese 3 bis 4 Mitspieler auch regelmäßig auf eurer Couch Platz finden und Bock drauf haben. Fehlt mal einer, dann könnt ihr es nicht wirklich sinnvoll weiterspielen. Und das ist furchtbar schade. Also ich hoffe, ich kann Champions of Norad noch zumindest ein einziges Mal in meinem Leben komplett mit 3 Freunden durchspielen. Mit meine gute Freunde. Es gibt auch ein Sequel namens Champions Return to Arms, welches das Gameplay sogar noch ein bisschen verfeinert, aber in Sachen Story und Leveldesign ein bisschen langweiliger ist als der Vorgänger. Trotzdem auch sehr empfehlenswert, vor allem, weil ihr eure Charaktere aus dem ersten Teil in Return to Arms übernehmen könnt. Nimm die blauen Pfeile! Erst nimm's einfach, das ist ja die beste. Ne? Ja, neben der Mumie, dann da ganz oben, da, die, ja, oh, das sieht gut aus, welche, nimm das! Erst nimm's einfach, das ist, ne? Hab's dir schon genommen!